Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Ihr habt sicherlich schon oft gehört, dass Laufen angeblich das ultimative Workout ist. Running is so easy. If that doesn't show you the power that your body has, transform your body and lead to major health gain. And so much fun. Said no one ever. Was wäre jedoch, wenn ich euch sage, dass Laufen vielleicht doch nicht so gesund ist, wie ihr denkt? Willkommen zu meinem ersten Video aus der Serie The Good, The Bad and The Ugly, in der ich euch verschiedene Sportarten vorstelle, damit ihr den perfekten Sport für euren Lebensstil findet. Denn früher habe ich mir immer so einen Leitfaden gewünscht, der die Vor- und Nachteile jeder Sportart untersucht, um mir die Suche nach meiner Sportart zu erleichtern. Leider habe ich da nie etwas gefunden und so viele, viele Sportarten ausprobiert. Und damit es euch nicht so ergeht wie mir, habe ich beschlossen, jetzt daraus eine Serie zu machen. Damit ihr für jede Sportart einen guten Überblick bekommt, habe ich diese in eine Rangliste eingeordnet. Von S, der absolut besten Kategorie, über A, B, C bis hin zu D, der absolut schlechtesten Kategorie. Und dabei geht es nicht darum aufzuzeigen, welche Sportart beliebt oder super cool aussieht, sondern euch zu helfen, die Sportart zu finden, die wirklich zu euch passt. Daher habe ich mir auch 9 Bewertungskategorien ausgedacht, welche alle Aspekte abdecken sollen, die eure Entscheidung beeinflussen könnten, mit dieser neuen Sportart zu beginnen. Da wären erstens die Kosten. Was kostet es, mit diesem Sport anzufangen und auch dran zu bleiben? Als nächstes hätten wir die Verfügbarkeit. Wie einfach ist es, einen Platz zum Trainieren zu finden? Dann der Spaßfaktor. Wie viel Spaß macht der Sport, ohne dass man dabei wettbewerbsorientiert sein muss? Und wie abwechslungsreich ist es? Weiter geht es mit Soziales und Gemeinschaft. Bietet der Sport Möglichkeiten, sich mit anderen zu verbinden? Die 5. Kategorie sind die Fitness- und Gesundheitsvorteile. Wie wirkt sich der Sport auf die Gesundheit aus? Danach die Anfängerfreundlichkeit. Wie leicht kann man mit diesem Sport anfangen? Gibt es Hürden oder kann jeder einfach loslegen und Spaß haben? Dann das Verletzungsrisiko. Wirklich wichtige Kategorie. Welche typischen Verletzungen gibt es bei dieser Sportart? Und hier ganz wichtig, je weniger Punkte in dieser Kategorie, desto höher das Verletzungsrisiko. Die 8. Kategorie ist der Zeitaufwand. Wie viel Zeit muss man investieren, um Fortschritte zu sehen? Und als letztes haben wir die Abwechslung und Langzeitmotivation. Wie wahrscheinlich ist es, dass man diesen Sport langfristig ausübt? Jede dieser Kategorien wird auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet, wobei 1 für die schlechteste Leistung und 10 für eine hervorragende Bewertung steht. Und am Ende des Videos fasse ich alles zusammen und platziere den Sport auf dieser Rangliste. Okay, das war jetzt der kurze Überblick zu den Bewertungen. Lass uns reingehen zum Laufen. Fangen wir mit den positiven Sachen an, weil es gibt echt viel, was richtig geil beim Laufen ist. Zunächst einmal ist Laufen super zugänglich. Egal, ob ihr in der Stadt, in einer Kleinstadt oder auf dem Land lebt. Alles, was ihr braucht, sind Laufschuhe und etwas Platz. Kein teures Fitnessstudio, keine spezielle Ausrüstung. Man kann fast überall und zu jeder Zeit laufen. Und da erzähle ich euch natürlich nichts Neues. Aber das macht es einfach perfekt für Leute mit einem vollen Terminkalender. Und dafür gibt es eine 10 von 10 für die Verfügbarkeit. Ein weiterer großer Pluspunkt, Laufen ist eine der günstigsten Sportarten. Klar, man braucht gute Laufschuhe, aber im Vergleich zu vielen anderen Sportarten ist das eine recht kleine Investition. Deshalb bekommt auch Laufen hier eine 9 von 10. Ein weiterer großer Vorteil ist die Flexibilität. Laufen passt in fast jeden Zeitplan, egal ob ihr nur 20 Minuten oder 2 Stunden Zeit habt. Laufen lässt sich eigentlich fast immer irgendwie integrieren. Und weil man direkt von der Haustür eigentlich loslaufen kann, spart man sich die Zeit, die man ansonsten für den Weg zu anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Fitnessstudio, bräuchte. Deshalb gibt es hier auch eine sehr gute Wertung, eine 8 von 10 für den Zeitaufwand. Und dann ganz klar die gesundheitlichen Vorteile. Laufen ist ein echtes Power-Workout für dein Herz-Kreislauf-System. Es stärkt das Herz, verbessert die Lungenkapazität und soll sogar die Stimmung heben. Also viele Läufer sprechen davon dem Running High. Ich sage angeblich, weil das habe ich immer noch nie erlebt. Für mich ist Laufen immer jedes Mal eine Tortur. Aber ich habe einige Freunde, die schwören drauf. Deshalb gibt es eine 9 von 10 für die Fitness- und Gesundheitsvorteile.
Aber natürlich gibt es beim Laufen auch Nachteile. Ein großer Nachteil ist, dass Laufen unglaublich eintönig sein kann. Klar, man kann die Route ändern oder Trailrunning ausprobieren, aber am Ende setzen wir doch immer nur einen Fuß vor den anderen. Und diese Monotonie kann es schwer machen, motiviert zu bleiben. Besonders, wenn ihr nicht der Typ seid, der immer neue Bestzeiten erreichen will und sich dadurch selbst motivieren kann. Deshalb bekommt Laufen hier nur eine 4 von 10 beim Spaßfaktor. Und auch wenn die Laufgemeinschaft eigentlich stark ist, ist Laufen doch eher eine einsame Aktivität. Ich meine, schaut mal rum, wenn ihr läuft. Das ist fast jeder läuft solo. Und wenn man jemand ist, der von sozialer Interaktion lebt, dann kann das Laufen auch schon nicht das Richtige für einen sein. Deshalb, bei mir bekommt Laufen für Soziales und Gemeinschaft nur eine 6 von 10. Ein weiteres Problem ist, dass Laufen, obwohl es einige Abwechslung bietet, wie das Wechseln zwischen Straßenlauf, Traillearning oder Sprints, wir hatten das ja schon im Spaßfaktor angesprochen, eben auf Dauer monoton werden kann. Allerdings bedeutet die, Einfachheit des Laufens auch, dass man es jahrelang machen kann, ohne wirklich neue Techniken erlernen zu müssen. Daher bekommt Laufen eine 6 von 10 für Abwechslung und Langzeitmotivation. Dann kommen wir jetzt zu den Schattenseiten. Und das hat etwas, das oft wirklich ignoriert wird, wenn es ums Laufen geht. Der größte Punkt, der wirklich am meisten unterschätzt wird, ist, dass Laufen ein erhebliches Verletzungsrisiko birgt. Besonders für diejenigen, die wirklich häufig laufen. Knieschmerzen, Schienbeinschmerzen, Stressfaktoren. Und das sind nur einige der häufigsten Verletzungen, denen Läufern ausgesetzt sind. Das Risiko ist sogar noch höher, wenn man übergewichtig ist. Und das macht ja Sinn. Je schwerer ihr seid, desto mehr Stress auf euren Gelenken, auf euren Bändern. Und ich bin wirklich, wirklich nicht der Leichteste. Ich kann das komplett nachvollziehen. Und Studien haben gezeigt, dass im Durchschnitt 50% der Läufer jedes Jahr eine Verletzung erleiden. Insbesondere an den Knien. Und wenn ihr das euch mal überlegt, das ist eine erschreckend hohe Zahl. 50% aller Läufer jedes Jahr haben eine Verletzung. Und es wird noch schlimmer. Eine Studie aus dem amerikanischen, dem Journal of Orthopedics and Sports Physical Therapy, gezeigt, dass übergewichtige Menschen, die mit dem Laufen beginnen, noch ein höheres Risiko haben, Knieprobleme zu entwickeln. Und ich kenne das von Freunden und Bekannten, dass viele engagierte Läufer chronische Probleme aufgrund der wiederholten Belastung des Körpers entwickeln, was Laufen für mich zu einer Aktivität macht, die man wirklich mit Vorsicht begegnen sollte. Besonders wenn es um tägliches Training geht. Genau aus diesem Grund erhält Laufen in der Kategorie Verletzungsrisiko nur eine 4 von 10. Also sehr wenig Punkte, ein hohes Verletzungsrisiko, wenn man das regelmäßig macht und dass man ernsthaft bedenken sollte. Da jetzt die Frage aller Fragen. Ist Laufen also der richtige Sport für euch? Und das hängt wie immer davon ab. Wenn ihr nach einer günstigen, zugänglichen Möglichkeit sucht, fit zu bleiben und die mentale und physische Herausforderung liebt, dann ist Laufen euer neuer bester Freund, mit Sicherheit. Aber selbst wenn es zu eurem Lieblingssport wird, würde ich es nicht als tägliche Aktivität empfehlen. Ich kenne einfach, wie gesagt, zu viele Läufer und ich kenne Marathonläufer, ich kenne sogar einen Olympioniken und ich kenne keinen von denen, nicht ein einziger, der noch nie eine Knie- oder Fußverletzung hatte. Daher, wenn ihr mit dem Laufen beginnt oder es euer Lieblingssportart wird, würde ich euch empfehlen, noch dazu eine andere Aktivität hinzufügen, die sogar noch andere Muskelgruppen trainiert. Und wenn ihr nach etwas sucht, das mehr Spaß und Abwechslung bietet, dann ist Laufen vielleicht doch nicht die richtige Wahl für euch. Und dann würde ich es vielleicht dazu nutzen, einfach fit zu bleiben, der Einfachheit haben, um ein- oder zweimal die Woche zu laufen. Einfach wegen den gesundheitlichen Vorteilen. Am Ende gehört Laufen für mich in die A-Kategorie. Natürlich nicht perfekt, aber hat doch schon einiges zu bieten. Nur eine letzte Sache von mir. Bitte versucht nicht, durchs Laufen abzunehmen. Das funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil. Übermäßiges Laufen hat mich sogar wieder fett gemacht. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann klickt doch dieses Video hier.
Ich hoffe jedenfalls, euch hat dieses Video geholfen. Drückt doch den Like-Button und teilt es mit allen, die drüber nachdenken, eine neue Sportart zu beginnen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns das Bogenschießen genauer anschauen. Danke für das Zuschauen. I'll be back. Habt einen schönen, großartigen Tag.